So, hallo, ich muss mich jetzt im Voraus entschuldigen für die Soundqualität bei den ganzen kommenden Videos bei South Park und bei den Hearthstone-Videos. Und zwar habe ich versehentlich mit meiner Webcam den Sound aufgenommen und nicht mit meinem Mikrofon wie sonst. Und deswegen ist die Soundqualität ein bisschen schlechter. Ich hoffe, es stört euch nicht ganz so sehr. Mich nervt es schon ein bisschen, aber ich hoffe, ihr kommt zumindest drüber hinweg. Gut. Also, dann würde ich nochmal sagen, viel Spaß bei dem Video. Hey und willkommen zu Let's Play Hearthstone, aber ich bin nicht alleine, sondern ich spiele gegen einen Abonnenten von mir. Wie heißt denn du? Kagelub. Nein, I'm Curiosity. Cool. Den müssen wir noch vom 100-Abo-Special kennen. Der super StarCraft-Experte mit ganz vielen In Informationen. seiner Goldliga, Richtig. aus der dann nicht Gut. rausgemoved wird, auch wenn der Diamant besiegt. Ja. Aber wir haben einen Unterschied, und zwar sind unsere Rollen bei Hearthstone so ein bisschen vertauscht. Ich finde euch in Hearthstone einiges besser. Gut, dann werde ich jetzt mal meine Decks der Stärke nach spielen. Mal gucken, wie viele Matches machen wir. Ein paar. Egal. Ich sag schon, wenn wir genug gespielt haben. Ich habe 6 Decks, also. Ja, ich habe 9. Ja, halt für jeden eins, oder? Okay. Hast du den Warrior gerade neu gemacht? Ja. Okay. Erster Testlauf und ich hasse es anzufangen. Das Schöne ist ja, ich kann jetzt euch meine Strategie nicht erklären, wie ich sie vorhab. Aber ich kann sie ja ohne Namen sagen. Dann kann ich ja sehen, was wir machen. Kannst es wieder hinschreiben. Ich habe keine Ahnung, wovon der Typ redet. Du kannst es bei dir hinschreiben. Ja, wieder dein Homophobie. Hey, ich mag meinen Blood Imp. Lass dir den in Ruhe. Der ist schön. Er macht meine Figuren hoch. Das macht toll. Das macht toll. Das finde ich schön. Das macht toll, ja. Richtig. Das macht er ganz Aber toll. bin ich blöd, ich hätte mir den Schild drauf tun können. Tja. Hast du nicht dran gedacht? Ja, ich spiele ja normal nicht Krieger. Oh. Holy shit. Was? Ah, nix, ist gerade wegen meinen Karten. Okay. Finde ich gerade minimal komisch. Ich gucke gerade, welche Reihenfolge ich das spielen soll. Wenn ich die Karte spiele, habe ich keinen Mana mehr. Ist das nicht die nächste Runde spiele? Ja, ich hasse es, wenn man so in Karten hinten ist. Wenn man Ne, anfängt und ich vor tapp allem nochmal. Ich tapp gegen einfach ihn, er nochmal. kann sich einfach immer Karten ziehen. Gut. Und jetzt werde ich in der nächsten Runde. Scheiße. Nee, ich mach's anders. Ah, ich weiß nicht, wie ich's machen soll. Goddammit. Deine Intelligenz. Du könntest mir auch mal ein Gef. Na, gut, dass ich die Karte nicht gespielt habe, wohl. Ach, for fuck's sake. Wie kann überhaupt ein Blutwichtel sterben? Nur durch AEs. Es wäre schön, wenn man bei Verstohlenheit nur von Magie vielleicht nicht getroffen werden könnte. Nö, das würde ja keinen Sinn machen. So. Oder? Ach, scheiß drauf, ist mir jetzt egal. Oder dass das 50-prozentige Ausweichchance hat. Erhält er da auch plus 1, wenn du die Münze ausspielst? Ja, hat er doch gerade, siehst du das nicht? Ah, lol. Holy shit. Ich weiß ja, glaube ich, schon, wie ich das regel. Execute! Oh. Ich würde auch den Gefallen tun können, Execute spielen können. Execute, was ist das? Hinrichtung. Top. Jetzt hast du 2. Ja, ist schön, ne? Ich weiß nicht mal, ob ich in dem Deck, das ich habe, überhaupt so Flächenschaden-Dinger habe. AES? Ja. Komm, ich klär mal. Jetzt halten die sich gegenseitig hoch, also. Ich glaube, die Karte spiele ich in der nächsten Runde. So ist, ich kann mir gerade meine Gedanken nicht an euch weitergeben. Achso, okay, dann kann ich die doch sicher spielen, die Karte. Ja, okay. Die Karte ist eigentlich richtig schlecht, der Mushugan Vielleicht One. kann ich ja so lange mir Schild geben, bis du so oft Aderlass gemacht hast, dass du dich selber umbringst. Sicher. Eure Diener kosten 2 weniger, aber nicht weniger als 1, ja was?
Ach so. Ich kann dich auf null runtersetzen. Ja. Da könntest du Witcher 2 zum Morning Portals reinsetzen, dann würden bis zu 4 Mana nichts kosten. Bekommst du minus 1 Mana? Wir bekommen einfach noch 1 drauf, ne? Die Karte schenkt mir noch einen Mana-Punkt. So. Was möchtest du spielen? Ich hab neulich einen geguckt und... Du hast Slam? Cool, die habe ich jetzt neulich gekriegt, die Karte. Die ist cool. Wer ist es? Ich habe neulich immer so einen YouTuber geguckt, der hat auch Doll of the Arena. Bin ich blöd. Ich hätte schon wieder Schild auf mich machen können und hab's vergessen, weil ich nicht gewohnt bin, dass ich's hab. Oh. Holy shit. The Morning Portal. Das ist The Morning Portal. Da muss man ja mit klarkommen, mein Freund. In Hearthstone bin ich eine harte Nuss. Das müsstest du aber schon wissen. Wow. Ja. Bist beeindruckt? That impressive. Ja, ich habe genug Mana nächste Runde. Ach, oh nein, fick dich. Ich wollte auf den rechts daneben machen. Ah, danke Gott! Auf wen wolltest du? Wolltest du auf den Morning Portal oder auf den Dings? Hand ist es in Deutsch. Du hast halt auf Englisch. Ja, warum bist du nicht auf The Morning Portal gegangen? Na was? Warum bist du nicht aufs Beschwörerportal gegangen? Sonst hat er dann gestorben. Beschwörerportal? Ach, das. Ja, das Ding ist daneben. Weil das kann. Obwohl. Da bekommst du ja alles billiger. Gut, auf jeden Fall ist das Deck scheiße. Ich wüsste halt auch nicht, was ich machen soll. Ich könnte ja die Dings, wie heißt das? Bei den Blood Imps. Das Stealth kann ich auch selber wegmachen, indem ich einfach damit angreife. Achso, jetzt machst du das zum Morning Portal weg, oder? Ja, hast du fein gemacht. Eigentlich wollte ich erst diesen 3-3 Knappen machen. Hörst du mal auf einen weisen Hearthstone-Spieler, ne? Ja, vorhin hätte ich noch gewonnen, hätte ich in der nächsten Runde vernichtet. Sage ich ihm, dass er mich in der Runde töten kann. Der hätte nicht gesehen. Du hättest aber nicht gewonnen gegen mich. Doch, ich hätte dich nächste Runde down bekommen mit meinen Karten. Einfach nochmal bedrohen. Ich habe sterben sollen. Ich werde dich trotzdem besiegen. Ach schön, das war ein schönes Match. Ab in die nächste Runde. Jetzt mache ich mal mein stärkeres Deck. Ja, mach ich dann auch. Oh Gott. Dieses Deck. Nee, dieses Deck. Mach dein komisches Hühnerding, hä? Dieses Deck. Nein, nein. Ich habe mal ein Chicken Deck gehabt, aber ich spiele das nicht mehr. Chicken Deck. Ja, Angry Chicken Deck. Oder KFC. KFC. Siege. No. Boah, die Karte hier hat mir so oft den Arsch gerettet. Die hat mir so oft den Arsch gerettet, die Karte hier. Oh. Ja, ich habe gerade auch wieder meine Arschrettenkarten. Wie sagt man das? Meine Arschrettenkarten? Keine Ahnung. Was ist das offizielle Wort für Karten, die einen Arsch retten? Einen Duden nachschlagen. Da gibt's bestimmt eins für. That's bad. Kennst du das Wort vaporisieren? Was ist das? Nein. Das ist das förmliche Wort für verdampfen. Wie vaporisieren? Ja, ich hab God of War Ascension. God of War. Hieß das nochmal der letzte Teil? Hieß das Ascension? God of War Ascension, ja, ne? Ich hab keine Ahnung. Hab ich gespielt auf jeden Fall und dann hieß es da mit der Klinge des Hades, du kannst deinen Gegner vaporisieren. Und ich so, hä? Was? Also vaporisiere deine Gegner. Ja. Okay. Jetzt schon. Ja, damit ich den Harvest Golem rausdroppen kann. Der beste Zweier-Drop im Spiel. Ah, der spielt dann sein komisches Dings-Deck da, wie heißt das? Rogue-Deck, das ist eigentlich ziemlich stark sogar.
Du bräuchtest ja noch so Champions wie Ragnarok drin. Da könntest du richtig. Das ist eigentlich jetzt dumm, aber ich weiß nicht, wie ich sonst machen soll. Du charst jetzt nichts kaputt? Okay. Das Witzige ist, du kannst ihn jetzt noch mit einem Spell rauspacken. Hast du eigentlich Schiff in deinem Deck drin? Was drin? Schiff. Ja. Also mach einen Damage und zieh eine Karte. Weiß ich gar nicht. Da bin ich zu dumm für. Zu dem Blödsinn, eigenes Deck zu wissen. Schön. That's nice. Willst, dass ich dich an deinen Starcraft-Part erinnere? Oh, die Karte ist so nervig. Die ist total scheiße, aber die ist total... Die ist keine Bedrohung, die Karte ist einfach nur total nervig. Nein, ich meine die Drohung. Ach so. Mit denen an Starcraft-Partner immer. Ach so, okay. Kann man den Zeppelin da irgendwie losmachen? Nein. Na, ah, ich mag den Dings, wie heißt er? Den Korkronelite. Weil die stirbt nicht sofort, wenn man sie spielt. Ach, come on! Man konnte nicht den Spotter töten? Na, jetzt nicht mehr den Spotter töten. Du kannst eh nie keine Karte spielen, lass es sein. Ah, ne, Backstep kostet. Die kannst du nicht spielen. Okay. Nein! Jetzt +4/+4, na. Na dran. Ich wollte den Korkronen hochpowern. Ja. Die Frage ist jetzt, wie ich es mache, aber ich glaube, so ist es besser. Na, jetzt charge er wieder auch im Ende. Ich habe quasi jetzt zwei Karten gegen eine getradet, weil da war ja dein komischer Spell drauf. Ich schätze mal ganz fies, dass du Us auf der Hand hast, deswegen habe ich lieber angegriffen. Bazinga? Ja, ich wusste, dass er einen Us hat. Deswegen habe ich lieber angegriffen. Du hast keine, Assassin's Blade, oder? Was ist denn Assassin's Blade? Ich hab's auf Deutsch, ich hab keine Ahnung. Assassin's Blade ist ein Dolch, der 3 Schaden macht und 4 Leben hat. Ich weiß nicht mal, ob ich die Karte überhaupt schon hab. Ich frag ja, deswegen. Hast du einen? Ich wüsste nicht. Oh doch, ich hab's mehrfach. 100 Mal im Deck, mindestens. Ich glaub, und das 30 ist Karten sind 100 diese. Aber ich meine, das wäre eine Basic-Karte. Die Karte ist schön. Schade, dass ich mein Deck gerade nicht Speed, auf Speed spielen kann, wie ich es normalerweise tue. That's not nice. Willst du Druck machen? Ah, der will Druck machen.